Herzlich willkommen zu unserem zweiten Videotagebuch hier aus Zedrun. Wir senden live aus dem Messsaal. Bei mir sind vier Interviewpartner, es sind zwei Betreuer und zwei Junioren. Wir fangen doch gerade mit dem Niki an. Du bist das erste Mal dabei. Wie bist du ins Betreuerteam aufgenommen worden? Ich bin sehr gut aufgenommen worden ins Betreuerteam. Es ist für mich eine super Chance, mich hier in die erste Mannschaft zu integrieren, weil ich die Leute vorher noch nicht so gut gekannt habe. Und wenn wir jetzt so viel Zeit miteinander verbringen können, ist das natürlich wirklich eine top Gelegenheit. Ist das erste Mal, dass du Trainererfahrung sammeln kannst? Ja, für mich ist das erste Mal, dass ich Fußball von der anderen Seite anschaue. Nicht immer voll in Action, sondern auch ein bisschen das Taktische unterrichten. Finde ich eine super Sache. Welche Junioren darfst du trainieren und wie ist der Einsatz im Training? Ich kann jetzt mit vielen anderen Betreuern das aufteilen. Ich will jetzt die Junioren mit trainieren. Das ist immer das zweite Mal so eine Trainingssession, die wir leiten. Das ist irgendwie am Morgen und am Nachmittag ist so, findet so eine statt, unter dem Motto Ball an und mitnehmen. Und hier probieren wir möglichst viel auf unserem Können, wo wir schon gelernt haben von der Grossen, einfach halt ein bisschen weiterzugehen. Kommen wir noch von einem jungen Schrufer zu einem alten Hasen. Du bist jetzt aber das vierte, hundertste Mal hier in Zedrun. Was macht eigentlich die Betreuung neben dem Fußballplatz? Betreuung neben dem Fußballplatz, vor allem im Tennisspielen. Und mit den Kindern, die Minigolf, Ping-Pong und andere Sachen machen. Die erste Mannschaft führt jetzt zum ersten Mal ein Mini-Trainingslager hier in Zedrun, bis zum Zischi durch. Hat das einen positiven Effekt für die Betreuung? Ja, das ist ein ganz guter Effekt, auch sehr positiv. Da werden alle der Betreuung noch etwas mehr entlastet und es gibt noch etwas mehr Freizeit für ihren Augen. Wir haben es nicht nur von der Verpflege gehört von uns. Wie ist das Essen? Haben Sie noch? Das Essen ist ja auch jung, Tito. Wir haben mehr als genug und wir sehen es langsam an, dass es wirklich super ist. Kann ich bezeugen. Kommen wir noch zu den Junioren. Ja, willst du uns sagen, was ihr am Morgen gemacht habt? Ja, am Morgen sind wir von den meisten Lehrern aus der Bierparade, von der besten Halt, sind wir geweckt worden. Dort ist es sehr schlecht zum Morgen gegeben. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit nachholen, um uns anlegen und umziehen und so und zum Ping-Pong spielen noch ein bisschen. Und dann haben wir angefangen. Und dann haben wir zuerst noch Diverses gehabt. Dann haben wir Minigolf spielen und Ping-Pong spielen und das Ball über die Schnur und dann drüber spielen mit dem Fuß. Das war auch sehr cool gewesen. Dann haben wir Training gehabt. Das war auch sehr gut gewesen. Mit Passübungen, dann noch mit Schussübungen und am Schluss noch mit Kühlen. Wie jedes Jahr den Rücken der Meisterschaft durchführen. Ja. Kannst du das den Heimblick erklären, was das genau ist? Also ja, das ist so ein Wettkampf unter den Kindern. Es gibt so vier Teams, Team A, B, C und D. Und unter diesen Teams werden halt Wettkampf ausgeführt unter den Kindern. Und ja, da kann man so Punkte zusammenfassen. Und wer halt am meisten Mal gewinnt, der wird halt die Meisterschaft gewinnen. Und wie siehst du die Chance, dass der Titel teilnehmen ist? Also die Chance ist da nicht sehr schlecht. Es könnte sein, dass ich den Titel bekomme. Super. Gut. Was haben wir nach dem Mittagessen gemacht? Nach dem Mittagessen haben wir Zeit gehabt, etwa eine Stunde, um hier oben anzulegen, umzuziehen und bereit machen für Diverses und nachher noch das Training. Und dann beim Diverses auch mit Ping-Pong spielen. Und immer noch mit dem Coach und mit Steven haben wir hier noch Ball über die Schnur gemacht und da das Spiel gespielt, richtig Torschuss. Und dann Was hättest du schon gemacht im Training? Was hättest du noch das Match gemacht am Schluss? Also nein, wir sind jetzt Training, dann haben wir dort noch etwas auf Goal geschossen und dann die Kandi und Technik auch gefüllt und am Schluss haben wir noch das Match gemacht. Was erwartet euch nach dem Nachtessen? Nach dem Nachtessen hat uns der Raschi Bescheid gesagt, dass draussen nachher im Windbandtischspiel gemacht werden. Also wenn ihr auch nicht am Schluss seid, euch wird nie langweilig, oder? Ja. Gut, das war's aus Zedrun. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss zusammen.